Kurkuma ist das heutige Thema. Kurkuma, Würz oder schon Wundermittel? Ein paar Fakten, die es zum Thema Kurkuma zu sagen gibt, vor allem wie man die Bioverfügbarkeit von Kurkuma erhöht und was die Forschung auf diesem Gebiet schon Neues herausgefunden hat. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für euren Körper tun wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer die richtigen Informationen, wie ihr das am besten macht. So, das heutige Thema ist Kurkuma. Und auch der Wirkstoff, der darin enthalten ist, das Kurkumin. So, viele von uns haben ja schon viel zum Thema Kurkuma gelesen und konsumieren es jetzt schon fast täglich aufgrund seiner positiven Wirkungen. Das Problem beim Kurkuma ist, das werden ja die meisten schon wissen, die Bioverfügbarkeit. Also Kurkuma, vor allem das Kumin darinnen, ist extrem schlecht bioverfügbar. Man scheidet das meiste davon wieder aus. So, für den Hausgebrauch die grundlegenden Tipps, meisten werden es schon kennen, mit Piperin das Kurkuma einnehmen, also mit schwarzem Pfeffer 1%, schwarzem Pfeffer und die restlichen 99% Kurkuma. Also ein paar Löffel Kurkuma, eine Prise Pfeffer drauf und dann hat man die Bioverfügbarkeit schon um 2000% erhöht. Besser gesagt, es ist 20 Mal wirksamer als wie ohne. Jetzt gibt es noch verschiedene Verfahren, die man in der Küche dann noch bewerkstelligen kann, dass man die Bioverfügbarkeit erhöht und das wäre erhitzen. Jetzt nicht so um die 100-120 Grad erhitzen, dann geht zwar der Kumingehalt leicht zurück, aber die Bioverfügbarkeit wird weitaus höher. 12-mal höher, wissenschaftlich nachgewiesen. Und da kann man es dann noch einmal um 12.000% oder um 12-mal verstärken, die Wirkung. Da gibt es ja die Rezepte immer von der goldenen Milch. Dann hast du schon Fett dabei, dann hast du eine Prise Pfeffer drinnen, dann hast du es erhitzt. Und das wäre eigentlich die optimale Bioverfügbarkeit, wie du sie selbst herstellen kannst. So, die Pharmaindustrie hat den Stoff Kurkuma, also besser gesagt den Stoff Kumin, jetzt auch für sich entdeckt. Und die Bioverfügbarkeiten überschlagen sich dort jetzt. Wir reden jetzt von Bioverfügbarkeiten von 18.500% und bis zu 27.000%. Laut Forschung konnten die 27.000% aber nur bei Frauen, also bei der Gruppe der Frauen festgestellt werden. Aus welchen Gründen auch immer, das haben sie noch nicht herausgefunden. Anscheinend ist bei Frauen die Bioverfügbarkeit grundsätzlich höher von Kurkuma. Kann natürlich auch mit der restlichen Ernährung, die bei Frauen vielleicht abweichend ist von Männern, oder beim Lebensstil zu suchen sein, die Antwort. So, zwei Techniken, die die Wissenschaft jetzt anwendet, um die Bioverfügbarkeit von Kurkumin, also von dem Inhaltsstoff von Kurkuma, zu erhöhen. Um diese Prozentzahlen wäre als erstes jetzt einmal die Micellentechnologie oder auch liposomale Technologie. Bei der Micellentechnologie wird der Wirkstoff, also das Kumin, mit einer einfachen Lipidschicht überzogen und bei der liposomalen Technologie jetzt mit einer Doppellipidschicht. Und mit diesen Präparaten, also mit dieser ganz toll erhöhten Bioverfügbarkeit des Kumins, konnten jetzt natürlich auch schon bei einzelnen Studien tolle Resultate erzielt werden. Bei einer Studie mit 50 Patienten mit Colitis ulcerosa konnte nach 4 Wochen bei 50% der Probanden schon eine Beschwerdefreiheit erreicht werden. Wobei man da sagen muss, bei der Studie wurde zusätzlich dann noch Mesalazin, ein Wirkstoff, dazugegeben. Also es funktioniert in Kombination. Jetzt kann man nicht davon ausgehen, dass nur das Kumin für die Verbesserung verantwortlich ist. Aber zumeist bei medizinischen Studien wird ja ohne dies ein pharmazeutisches Präparat dann noch zusätzlich kombiniert. Und zumeist kann man, wenn das Präparat jetzt Nebenwirkungen hat, mit Kumin arbeiten, dass man das Präparat und seine Nebenwirkungen reduzieren kann und die positiven Effekte trotzdem erzielt, indem man einfach verstärkt jetzt mit Zellen Kumin zugibt. Dann gibt es noch eine Studie mit 367 Kniearthrose-Patienten. Da konnte mit Hilfe einer Kumingabe eine schmerzsenkende Wirkung bei den Patienten ähnlich der von Ibuprofen schon initiiert werden. Also wie gesagt, man wird am Anfang noch das Schmerzmittel hinzugeben oder was und mit der Gabe dann mit Kumin oder mit diesem jetzt bei weitaus besserem verfügbaren pharmazeutisch hergestellten Micellenkumin können dann Schmerzmittel reduziert werden. Und da Kumin natürlich ein natürlicher Wirkstoff ist, ist das eine ganz tolle Sache. Somit kann man davon ausgehen, dass Kurkuma weit mehr als nur ein Gewürz ist. Also man kann es schon verstärkt in den Augen aufnehmen und kann da positive Effekte damit erzielen. Man muss es halt richtig anwenden, wie gesagt, mit Piperin, mit einer leichten Erhitzung, vielleicht noch ein bisschen Fett dazu und dann kann man die Bioverfügbarkeit schon recht gut erhöhen.
Die Präparate, die pharmazeutisch hergestellt sind, sind natürlich relativ teuer. Jetzt muss man natürlich schauen, ist es einem das wert? Will man es therapeutisch jetzt verwenden oder einfach nur in Ernährung aufnehmen auf täglicher Basis? Und reicht einem diese Bioverfügbarkeit schon? Es gibt jetzt schon beide Varianten. Und beides ist ein natürlicher Grundstoff natürlich. So, das war es jetzt eigentlich, was es zu sagen gibt von der Kurkuma-Front. Was man schon alles machen kann, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Wie man Kurkuma und das Kumin darin dann für seine eigene Gesundheit dann schon in Ernährung einbauen kann oder vielleicht als Präparat dann nimmt, wenn man das Geld dafür hat. Das ist doch noch relativ teuer. Und wie man seine Gesundheit und sein Wohlbefinden mit Kurkuma verstärken kann. Also auf täglicher Basis sicher einzunehmen, auch wenn die Bioverfügbarkeit schlecht ist. Geschmacklich ist das ja auch sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Man sollte sich halt jetzt keine Wunder erwarten. Vielleicht dann noch Wunder schon durch ein entsprechendes Präparat, weil die Bioverfügbarkeit dann schon ins Astronomische gesteigert wird. Aber auf jeden Fall in die Ernährung aufzunehmen und eine tolle Sache. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video jetzt weiterhelfen, was es zu Kurkuma grundsätzlich zu sagen gibt und zum Stoff Kumin. Wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Themen habt, bitte schreibt mir unten was in die Kommentare. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann wisst ihr, wann die neuesten Videos hochgeladen werden. Bleibt oder werdet gesund!